jugendlicher Fußballtrainer in irgendeine Fußballmannschaft, der das ehrenamtlich macht. Oder halt einer, der Leute irgendwie aus dem brennenden Haus rausholt, die haben eigentlich schon was gemeinsam. Wie geht's dir, Jan? Alles gut, und bei dir? Auch gut, dankeschön. Auf eine Shisha mit Jan-Niklas Bruce. Jan, du bist 20 Jahre alt, machst gerade eine Ausbildung zum Pfleger. Und bist auch ehrenamtlich aktiv. Genau. Seit wie vielen Jahren genau? Seit circa 7 Jahren bin ich jetzt bei der Feuerwehr aktiv in Bottrop. Bei der Freiwilligen Feuer und davor bei der Jugendfeuerwehr, genau. Richtig. Jan, du bist halt geboren und aufgewachsen in Bottrop, wo wir auch gerade sind. Was gibt es für dich denn nur im Bottrop oder nur im Ruhrgebiet? Ja, halt diese Zusammenhalt, dieses jeder für jeden zusammenstehen und sowas, alles halt, das prägt das Ruhrgebiet extrem. Ist das auch die Sache, warum du ehrenamtlich tätig bist, oder was hat dich dazu animiert? Ja, natürlich, ne, das bekommt man halt hier so mit, die ganzen Sachen. Man steht für den anderen da, man hilft gerne und sowas halt, und genau das Gleiche habe ich halt Hattest auch. du denn mehrere Auswahlmöglichkeiten, also woanders dich ehrenamtlich zu betätigen, nicht nur bei der Feuerwehr, oder war für dich von Anfang an klar, da willst du rein in Bottrop? Ja, auf jeden Fall wollte ich zur Feuerwehr, ich will Menschen helfen. Und halt, das ist genau das Gleiche. Man kann halt zwar auch Menschen woanders helfen, aber ich brauche diese Spannung dabei, und das finde ich echt. Bei der Feuerwehr, man weiß nichts, von der einen auf der anderen Sekunde muss man da sein, und das liebe ich halt daran. Also ich kenne das ja selbst, vor allem bei stärkeren Regenfällen läuft bei uns regelmäßig der Keller voll, und da schafft es die Berufsfeuerwehr gar nicht hinterher zu kommen, da kommt auch oft die Freiwillige Feuerwehr. Und das ist halt ein ehrenamtlicher Einsatz. Ihr kriegt auch wirklich nie einen Euro oder so mal raus oder so, Nein. eine Aufwandsentschädigung. Nein. Und ihr zahlt auch sogar Beiträge, ja? Ja, aber das sind ja für uns die Beiträge, womit wir Sachen unternehmen, mal was essen oder die Weihnachtsfeier und sowas machen. Klar, man bekommt im Einsatz bekommt man 2 Euro oder irgendwas, paar gequetschte. Das nehmen, also das beanspruchen wir aber nicht für uns persönlich, sondern das wird halt für die Gemeinschaft genutzt bei uns. Glaub, wie ist denn dein Gefühl im Ruhrgebiet? Also gerade wenn ihr sozusagen die Ärsche anderer rettet in Not, glaubt ihr oder glaubst du, das wird auch gerecht entlohnt halt auch durch Anerkennung der Menschen, wo ihr dann zum Beispiel einen Einsatz gemacht hattet, einen kleinen Feuer gelöscht habt, den Keller ausgepumpt habt zum Beispiel bei mir. Glaubt ihr, das wird auch von denen genug anerkannt oder sowas? Also es gibt da eigentlich zwei Seiten. Die einen, die sind unendlich dankbar, die wollen uns so viel alles geben quasi. Und die anderen, die sagen uns, ja, müsste schon wieder so laut sein und sowas. Aber es gibt halt diese zwei Seiten, und das ist halt schade, finde ich, ne? Weil ob jetzt nächste Woche kann das bei dem brennen und dann sind wir genauso laut und die Nachbarn beschweren sich ja auch nicht, ne? Und das finde ich halt ein bisschen unverschämt eigentlich von denen. Was war denn für dich das krasseste Erlebnis bei einem Einsatz? Ja, das war eigentlich vor kurzem so. Wir bei dem Starkregen fahren wir dahin, wollten eigentlich nur das Wasser wegpumpen, und dann mussten wir halt eine Tür aufbrechen, wo dann halt leider eine verstorbene Frau hinter saß, und das war halt auch nicht. Es war unverhofft so, und das war nicht gerade schön. Hat aber mitgenommen, hat dich das nicht, oder? Also mich persönlich nicht, aber es gibt bestimmt einige, die Tage danach noch drüber nachgedacht haben. Also jetzt, wenn du mir all die Sachen erzählst, so was unterscheidet, also ich finde, ich sehe keinen Unterschied zwischen dir und einem Berufsfeuerwehrmann, aber du machst ja aktuell eine Ausbildung zum Altenpfleger, richtig? Genau. Und wie bist du dahin gekommen? Also war das auch für dich der Einsatz für andere Menschen, oder was hat dich für diesen Beruf begeistert? Genau das Gleiche. Also das, ich helfe den anderen Menschen, ich bin für sie da, ich helfe ihnen dabei, den Alltag zu bewältigen und sowas. Und das macht mir halt echt Spaß. Glaubst du, das ist eine Eigenschaft, die dir im Ruhrgebiet sozusagen angeeignet worden ist? Oder glaubst du, okay, meine Familie, von denen habe ich das? Oder wie glaubst du, kommt das dazu, dass du so ehrenamtlich aktiv bist und das jetzt auch noch beruflich koppelt miteinander? Also ich bin eigentlich fast davon überzeugt, dass es ehrlich am Ruhrgebiet liegt.
Weil wenn man sich auch Statistiken anguckt und sowas, da sieht man auch, das Ruhrgebiet ist ziemlich weit vorne mit Ehrenamt, egal in welcher Branche, ob es jetzt in der jugendlichen, auf der jugendlichen Seite ist, im sportlichen Bereich halt und sowas alles. Zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, da gibt es auch sehr viele freiwillige Helfer, die halt ihre Freizeit dort verbringen und halt den anderen Leuten mit denen spazieren gehen und sowas. Das ist halt keine Grenzen gesetzt, das Ehrenamt, ne? Kannst du denn auch wirklich, ohne dich selbst ja, zu belügen, sagen, ihr werdet genug gefördert, auch seitens der Stadt, vor allem finanziell, oder was ist da dein Punkt? Also es gibt ja zurzeit so eine Debatte über diese Ehrenamtcard in Bottrop und da sind halt, das erste Mal wurde das im Rat dann von der Tagesordnung genommen, wo es eigentlich besprochen werden sollte und jetzt wurde das Thema halt nochmal aufgegriffen und dann haben sich andere Organisationen zu Recht beschwert, weil eigentlich so der das Hauptziel war, so ein bisschen die Feuerwehr und Hilfsorganisationen, aber ich finde, ob jetzt irgendwie ein jugendlicher Fußballtrainer in irgendeine Fußballmannschaft, der das ehrenamtlich macht, oder halt einer, der Leute irgendwie aus dem brennenden Haus rausholt, die haben eigentlich schon was gemeinsam. Und das sollte eigentlich schon gleich entlohnt oder ja, Fördern. gefördert werden. Was ging dir dabei dann durch den Kopf, als du gehört hast, okay, die haben das vertagt oder die wollen das nicht sofort besprechen? Weil das ist ja zum Teil ein kleines Entgelt oder wie eine Förderung Genau. seitens der Menschen, denen du hilfst. Was ging dir durch den Kopf, als du Ja, gehört ich hast, finde es geht nicht? sowas halt schade, ne, dass man so viel tut für andere Leute und dass man dann halt manchmal doch dann irgendwie nichts davon hat. Ne? Das ist schon ein bisschen schade. Ich muss jetzt nicht irgendwie eine Million damit verdienen, aber irgendwie eine Anerkennung seitens der Stadt, das wäre schon etwas Schönes, finde ich. Dann würde mich ja umso mehr interessieren, wenn du einen Tag Bürgermeister wärst und das Ruhrgebiet eine gesamte Stadt wäre, was wäre deine erste Amtshandlung? Was würdest du verändern oder noch mehr reinstecken? Also natürlich auf jeden Fall ins Ehrenamt würde ich sehr, sehr viel reinstecken. Ich würde aber auch nicht hingehen und nur einen gewissen Bereich bevorzugen, sondern ich würde komplett das Ehrenamt fördern. Was ist für dich im Ruhrgebiet, was du wirklich nirgendwo anders findest, jetzt mal wieder aufs Ruhrgebiet zurückzukommen? Also was gibt's für dich in Bottrop, was du in München nicht findest? Ja, ich finde dieses Zusammenleben mit den ganzen anderen Leuten, das klappt hier echt toll. Also man achtet hier jetzt nicht so auf die Nationalität. Jeder ist mit jedem befreundet. Jeder kann sich auf jeden verlassen und das halt findet man nicht so in den anderen Städten. Und halt dieses, du kommst von einer in die andere Stadt, ohne irgendwie lange zu fahren, ohne irgendwas Da sagst du, ist das drumherum. Netz gut ausgebaut. Genau, das Netz sehr Im gut. Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen hier in NRW, was für einen Appell würdest du gerne setzen? Also im Namen der Feuerwehr, sagen wir mal jetzt, als Jan-Niklas Pruß und auf Hinblick darauf, dass die AfD auch in NRW, auch im Ruhrgebiet immer stärker und stärker wird. Vor allem, du hast jetzt gerade die Vielfalt im Ruhrgebiet angesprochen, wie schön das Zusammenleben eigentlich ist, dass es auch Menschen wie dich halt gibt, die sich ihre Freizeit für andere Menschen opfern. Was würdest du für einen kleinen Appell da setzen? Also man sollte sich auf jeden Fall mehr für das Ehrenamt einsetzen. Man soll es mehr fördern und halt natürlich sollte man auch auf die Vielfalt setzen, die es hier im Ruhrgebiet gibt. Und natürlich nicht gewisse Parteien, also meines Erachtens nicht wählen. Super. Vielen, vielen Dank, Jan, für das Gespräch. Und wir rauchen noch ein bisschen weiter, oder? Natürlich.